Und willkommen zum Elden Ring Piratenwand, deswegen der Hut. So, wir haben jetzt erstmal unsere Waffe abgequältet. Wir können jetzt endlich Geist noch rufen. Und mit der oben ist noch ein NPC, den wollen wir noch anquatschen. Dann geht's in den Wald und da will ich meine Karte holen und anschließend noch zum kleinen Schloss. So der Plan zumindest. Ja, ja, ich komme schon. Komm her, Kenneth. Ah, you've come to lend me your aid, have you? Well, that's very kind, but no, the help is very much appreciated. Even from a tarnished. Despite appearances, nobility is no prerequisite to serving the true order. You might have heard of me, Kenneth Hite. Next in line is the rightful ruler of Limgrave. Was nächste Herrscher? I would have a boon of you. I want you to take back my fort. It lies to the south, beyond the Mistwood. A knight commander from Stormvale took it. A fool and plumb mad to boot. Simply obsessed with blood. Oh, er ist von Blut besessen. What are you waiting for? A kiss goodbye? My fort lies to the south, beyond the Mistwood. Take it back for me. Oh, I see. You wish to know. Ja, das, ich will eine Belohnung haben. Fret not. The great Kenneth Hite is known for his considerable largesse. The celebrations will be lavish indeed upon the dawn of my fort's retrieval. Ja, gut. Hallo, um was anderes zu sagen? Yes. Now, allow me to furnish you with a little advice. I would take great care to avoid Godric's tarnished hunts were I in your shoes. Ach, warum? That depraved lot are obsessed with sacrificing tarnished like you for the sake of grafting. Honestly, Godric's nothing more than a jumped-up country bumpkin. Lord, oh, don't make me laugh. Ja, Godric holen sie auch noch. First, he hid himself amongst the womenfolk to flee the capital, then hid from Radahn in that castle. Versteckst du Radahn, was? Melania, lost to her in battle, only to lick her boots rather than die like a man. Ach, gegen Melania hat auch verloren. Has he no shame? The big girl's blouse? And to think, he's the blood of Godfrey, last of the golden lineage. Though you almost wouldn't know it to look at him. Yeah, I almost feel sorry for the chap the more I think of it. Ich will gerade von Godfrey sogar abstammt. Ja, okay. Aber es ist, glaube ich, kein Sohn von Marika. Wir müssen eine andere Mutter haben. Okay, wir wollen in den Kacknebelwald. Ich hab gar keinen Bock drauf. Das sind Bären. Und Bären sind echt belastend. So, da links ist die Kirche, da waren wir schon mal. Jetzt krieg ich hier Anrufe mit so. Na, wir brauchen noch ein paar Erfahrungspunkte. Für die nächsten Level-Ups. Okay, hier geht's in den Nebelwald, da wollen wir durch. Davon ist schon ein Bär. Wir können mal einen Geisterkumpel rufen, der führt ihn zu irgendeinem Dungeon, aber... ist ein kleiner Bär. Weißt du was, einen kleinen Bär machen wir fertig. Ein großer Bär wäre ein Problem. Das. So, er hat nicht so viel Erfahrung gegeben. Das ist die Sache. Tiere geben kaum Erfahrungspunkte. Also Runen. Das ist die Karte, die wir wollen. Ach da. Ich kann ja mal so ein bisschen größer. Limgrave Ost. Ja, ja, mach du noch weiter. Ich nehme das ja mal mit. Cool, sie mich ignoriert. Das ist ein Halbmensch. Na komm doch runter. Hat mir Schaden gemacht. Ey, da ist noch einer. Okay.
Die Sache wäre geregelt. Die halten echt wenig aus. Dann laufen wir weiter Richtung Süden. Hört ihr da? Da hier unten Wolf. Das ist ein großer Bär. Da oben ist er, da der Jolt. Du mach schon. Na gut, dann halt nicht. So, was haben wir hier Schönes? Schmiedestein 2, aber nur einer. Sprüche 2. Bevor wir uns jetzt mit den Bären da anlegen. Weil der Bär ist ein bisschen stärker als der andere Bär. Fuck, das war. Nehmen wir lieber die Beine in die Hand. Gut, das ist noch eine Gnade. Ich will jetzt noch die Gnade holen. Eigentlich. Irgendwo. Bereit für neue Geschäfte. Das ist ja schön. Eigentlich durch die Gnade. Dann haben die los. Hamish wütend, weil ihre Mutter entführt wurde. Wo seid ihr, Fürst Kenneth? Ritter sind verrückt von noch Blut. Kenneth haben wir ja vorhin gesehen. Jetzt stirb einfach. Ich suche immer noch die Gnade. Ist doch irgendwo hin. Ja, da ist sie doch. Ich habe gedacht, die ist näher dran, muss ich sagen. Okay, Gnade entdeckt. Dann können wir jetzt zum Bären gehen. Mal gucken, ob der mich fertig macht. Könnte passieren. Noch ein paar Halbmenschen. Da muss ich ja gar nicht erst vom Pferd runterkommen. So herrlich. Glühstein, Glühstein, okay. Mein Schaden ist gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Für die Gegend gerade. Okay. Der Bär schläft wieder, oder? Wir rufen mal Quali. Los geht's, Gisela. Au! Mach mal halblang hier. Na, shit. Der hat Bluteffekt. Ich komme nicht so wirklich zum Angriff. Ja, oh shit, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wir rennen weg. Hier kann er nicht runterkommen. Ich mache viel zu wenig Schaden. Ein Axt-Talisman. Lass mal kurz gucken, was der macht. Aufgeladen Angriffe, okay. So, wahrscheinlich nur eine Heilung. Na gut, komm. Weil wir könnten ihn schon besiegen. Wunderbar, ich wusste gar nicht, ob ich denen eigentlich die Haltung brechen kann. Komm wieder her! Lässt du meine Qualle in Ruhe? Shit. Heilen, heilen, heilen! Oh, fuck. Ja, zu viel Geräusch. Ja, gut geschafft. Wie gibst du Erfahrungspunkte? Na, 1000 immerhin. Das war
War ein harter Kampf. So, den holen wir dann runter. Jetzt erst einmal. Wir haben eine Karte. Gehen wir in diese Festung. Gut, in Limgrave immer noch. So, da oben müssten Halbmenschen und Ritter gegeneinander kämpfen. Wir nehmen das mit. Wir nehmen das mit. Wir werden es nie brauchen, aber wir nehmen es einfach mit. Die schießen mit einer Balliste hier runter übrigens. Deswegen auch die Pfeile hier unten. Deswegen laufen wir einfach weiter, wollen da gar nicht kämpfen. Und jetzt sind wir Ritter. Es werden noch mehr Ritter. Okay, eins sind wir los. Wir sind den zweiten los. Und da ist ein Kürbiskopf da oben. Ich weiß nicht, was die hier unten machen, ist mir auch egal. Hallo Kürbiskopf. Bleib du mal da oben, ich mach mal die unten hier noch, den mit den zwei unter fertig. Goldene Saat. Backstab. Hat geklappt. Okay, Kürbiskopf, jetzt bist du an der Reihe. Nein! Ich konnte mal rollen, weil ich schon geschlagen habe. Da ist der vorbeigeschlagen hat. Okay. Der kann richtig belastend sein. Aber war's nicht. Ganz leise. Hier liegt ein Bär. Ja, eine Ratte. Okay, wer schießt jetzt hier mit Feuer auf mich? Das nächste mit dir in die Fässer. Hört auf damit! Ich geh jetzt hier rein. Noch mehr Ratten. Wenn es Gesundheitsamt hier wäre, es würde die Burg schließen. Da bin ich mir sicher. Kannst du hierher kommen? Ich habe Angst, dass er eine Feuer runterwirft, dann gehen die ganzen Fässer hoch. Okay. Ich habe die Schaden gemacht, als ich runtergefallen bin. Schwellen da im Schmetterling. Ach, das ist runtergekommen, kann das sein? Achso, ich dachte, er guckt mit dem Rücken zu mir. Ein belastender Ritter. Mit seinem Blutscheiß. Nein! Kann man den nicht backstecken? Ah, shit. Shit. Ein Augenschwernangriff. Hey, es juckt den auch. Na, ich hätte die Heilung nicht machen sollen. Ach, 4000 Runen. Jetzt muss ich das wieder da hochrennen. Ja, besser geht schon an allen vorbei. Okay, Sturmwind, los geht's. Das sind 4000 Runen auf dem Spiel. Klingt zwar viel, ist es aber eigentlich gar nicht. Ich renne von denen vorbei. Okay, er wirft keiner Feuer auf mich. Sehr schön.
Ja, komm jetzt echt hier hoch. Nein, da ist die Kante. Jetzt nur nicht sterben. Ah, shit. Nein! Gut. Ich habe zwei Helme verschwendet, super. Der Stich geht immer viel weiter als er sollte. Der lebt noch, oder? Der lebt nicht mehr. Blutiger Schnitt, den wollen wir haben. Da kann ich mir eine Waffe blutig machen. Hör auf damit. Gut. So, hier gibt's noch was anderes. Eine Blutrose. Kein schwacher Feind voraus. Ja. Man kann schnell verkacken. Aber ich hab's irgendwie geschafft. Wenn man hier hochklettert, kommt auch irgendwie hinterher. Ist denn hier irgendwo noch eine Kiste? Meine ich? Oder ist es irgendwo anders mal? Ja, beliebiges Objekt voraus. Das stimmt tatsächlich. So, die linke Hälfte. Da geht's tief abwärts. So, wir haben eigentlich alles, was wir jetzt hier haben wollen. Ich habe meine Ruhen wieder. Da kann man zu Kenneth gehen eigentlich. Genau, da machen wir die Sache mit den Halbwölf klar. So, wir können sie ransetzen auf jeden Fall. Stellen, die Flasche kann verbessern. Und die haben eine Flasche mehr. Genau, 5 zu 1. Stufenaufstieg. Mehr kriegen wir gerade nicht hin. Ich brauche 3000 Runen mittlerweile. Okay. Kriegsasche. Achso, ich hatte diesen Sturmstampfer drin. Sie macht erstmal weniger Schaden, aber ich kriege 61 Blutverlust dazu. Hier kann ich das nicht machen, ne? Aber kann ich Stärke erhöhen. Ja, 24 Punkte Schaden out. Ich will den Bluteffekt. So. Ich will das Ding rufen. Denn sobald ich genug Schaden mache, krieg ich schon einen Bonusschaden. Das ist gar nicht so wenig. Ich meine, mit Seelen macht man relativ viele Treffer. Das sollte sich eigentlich auszahlen, früher oder später. Natürlich. Oh, excellent news. Just wonderful. And the knight's dead to boot. Well done, my friend. Well done indeed. I knew I was right to trust you. Now, here's your reward, as promised. Ich hab keine Ahnung, was es mir gibt. Go ahead. It's all yours. Ja, ein Dolch. Right then. Time for me to head to the fort. I've much to do. First, I'll have to re-establish communication with the demi-humans. What's that look? You don't believe me? Well, under the Erd tree, co-mingling with the demi-humans is made possible. Even the Vulgar shall not be left behind under the rule of true order. Which is why I, Kenneth Hite, next in line as the rightful ruler of Limgrave, have sworn to uphold it. Just you watch, my friend. Just you watch. Also sie sind mehr wie Bestien, keine Ahnung, was ich mit denen irgendwie verständigen kann. Ah, yes. I've been meaning to ask. Would you like to enter my service? I see bright things in your future, stout warrior.
enter into my service and learn the workings of the Erdtree's true order. And who knows? Ich weiß gar nicht, wie seine Quest dann groß weitergeht. Man findet ihn auf jeden Fall bei diesem Schloss. Of gold will return to those tarnished eyes of yours. What say you? A fine accord, is it not? Ich meine, wir werden das mal annehmen, mal gucken, ob wir da irgendwas machen. Very well indeed. I knew I saw something in you. I shall await you at my fort. We shall hold a ceremony for your knighting there, I think. I see great things ahead of us. We are truly by the Erdtree blessed. Ist das nicht schon sagen, oder? Time for me to head. I've much to do. Ja, gut, das ist schon. Okay. So, jetzt müssen wir zurück zu unserer guten alten Kirche. Von Eli. So, unser Händlerfreund. Da ist er. Wait. Weren't you? Well, you're back. Care to buy something? Über das Höllennebel halt. Owl of a wolf. In the Mistwood. I suppose he must still be skulking about. I know. Why not meet him for yourself? Next time you hear the wolves howl, make this signal right under the source. Oh, don't fret. There is nothing to fear. I just have an inkling the two of you might hit it off. Okay, jetzt haben wir Fingerschnippen. Hat er noch was zum Kaufen gehabt für mich? Irgendwelche Notizen? Ach so, ja, Werkzeug bräuchte man noch. Eine Fackel. Okay. Goodbye. Ja, Behälter, die kann man werfen. Wir haben davon gesehen, diese Feuerdinger, die sie geworfen haben. Okay. Nach dem Süden gibt es auch noch was, das ich machen müsste. Ja, da wollen wir sowieso bald hingehen. Vielleicht mache ich es dann noch. Wir wollen was mal zu unseren Halbwolf. Da steht schon sein Name da. Ich glaube, das ist ein bisschen kürzer von hier. Ja, okay. Gegen Süden irgendwo. Ich hoffe, ich reite nicht dran vorbei. Da ist ein Bär. Was habt ihr hier? Eine goldene Rune. So, da ist Blythe. Ja, da ist noch was. Goldene Rune. So, jetzt müssen wir eine Hosendings machen. Umschalten? Genau. Vorwärtszeigen? Fingerschlimm hieß das, ne? Da. Ausprobieren. Hör mal da. Ich will nicht drüber springen, schau mal im Menü. Da ist er. Das ist ganz schön groß. Wer geht da? Carly sent you, did he? Ever the bloody busybody. Maybe to him you don't seem so strange. The name's Blythe. I'm looking for a man who goes by Darrowill. He fled somewhere nearby. Or so I've heard. Come tell me if you find him before I do. I can offer you ample reward. Oh, ich weiß nicht, wo der ist. Ich weiß nicht, wo der ist. So, jetzt haben wir noch ein paar Minuten. Da könnten wir den Drachen nochmal herausfordern, oder? Wäre eine Idee. Muss ich das Fahrstuhl fahren, ne? Reiten wir von hier los. Den Drachen noch einmal machen. Unser Pferd. Los geht's. Irgendwas weghauen. Erstmal 5 Erfahrungspunkte gegeben. Okay.
Das müsste die Festung da drüben sein, wo ich vorhin war. Was ist denn das für ein Gebäude da hinten? Das ist doch nicht mehr dieses Bestien-Ding, oder? So, ich muss hier runter, ne? Ach, da unten ist er, ja. Ging gerade nochmal gut. Okay, Drache. Heute ist der Tag gekommen. Ich weiß nicht, ob ich den Pferd das bekämpfen sollte, oder? Macht das eine Feuerattacke? Naja, bin ich zu weit vorne. Ah, da war der Blutschaden. Habt ihr das gesehen? Müsste ich doch ein zweites Mal kriegen. Oh, nein, nein, nein. Bisschen auf Abstand. Er macht die andere Feuertage wunderbar. Ich kann ein bisschen auf den Flügel hauen. Ich weiß nicht, ob ich das springen muss zum Ausweichen wirklich. Gerade noch ausgewichen. Na, shit. Steh auf! Drück in die Heilung rein. Na, fuck. Ich soll wieder auf dem Pferd auskämpfen, oder? Ich müsste auch bald den Blutschaden wieder kriegen. Komm schon, Pferd, komm schon, Pferd! Gib Kommi! Da war wieder Blutschaden. Vielleicht gehen wir es noch einmal hin. Am Kopf machen wir ja Schaden. Oh, gerade so. Also dieser Sprungangriff ist am gefährlichsten mit dem Pferd. Wenn du am Boden stehst, also ohne Pferd, ist es einfach auszuweichen. Diesmal weiß man es aus. Jetzt bricht es zusammen. Moment, da kann man vielleicht noch einen kritischen machen. Ins Auge. Und wir haben den Drachen gelegt. Großer Gegner zu Fall gebracht. Und hat sogar ein bisschen Ruhen gegeben. Drachenherz. Ah, ist der Drachenkathedrale, da müssen wir noch hin. Ist hier unten drunter irgendwas? Eine Krabbe. Ne, da gehen wir wieder. Nee, 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 auf die habe ich gar keinen Bock. Okay, reiten noch Richtung Süden. Da müssen noch irgendwo die Gnade sein zum Ransetzen. Hoffe ich. Irgendwo hier war da was. Hier ist ein Grab. Ist ja völlig random. Einfach so irgendwo mitten auf dem Feld. Haben wir ihn getötet. Okay, hier ist die Knalle. Jetzt müssen wir ran, würde ich sagen. Machen noch kurz ein Level ab. So viel haben wir gerade noch. Stufenaufstieg. Könnten wir mal Leben erhöhen. Könnten Stärke erhöhen. Wird aber. Das wäre ja gerade noch zu wenig. Okay. Gut. So, beim nächsten Mal. Gehen wir noch in eine Höhle, die irgendwo hier unten ist.
Und Ziegelgefängnis, das kann ich schon mit Blythe machen, aber schon, da müsste ich erstmal wissen, wie ich deine Quest weiterkriege. Okay, gut, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal.